Vater. Seid ihr verletzt? Ah, nur einen Moment. Das Ende einer Ära. Als ich noch jung war, war ich naiv genug zu glauben, dass unser Credo all diese Konflikte beenden würde. Wäre ich nur demütig genug gewesen, mir einzugestehen, es ist wahrlich genug für ein Leben. Ich habe meinen Teil getan. Andererseits, was kann ruhmreicher sein, als für die Wahrheit zu kämpfen? Wir sind bereit. Ein letzter Gefallen, Niccolo. Nehmt die hier mit und bewacht sie gut. Versteckt sie, wenn ihr müsst. Artefakte? Sozusagen. Es sind Schlüssel. Jeder davon enthält eine Nachricht. Eine Nachricht? Für wen? Wenn ich das wüsste. Hä? What the fuck? Wo hat er die überhaupt her? Sequenz 7, Ben. Bam. Das ging doch mal ratzfatz, ne? Wenn man sich da ein bisschen konzentriert hinsetzt, dann geht das hier richtig flott. Old Boss, New Boss. Alter Herr, neuer Herr. Bitte verzeih meine überhastete Handschrift, Claudia. So viel ist geschehen und nur so wenig davon ist gut. Ich bin wieder auf einem Schiff nach Konstantinopoli und verfolge einen Mann, dessen Verrat mir bisher entgangen war. Prinz Ahmed, Süleymans Onkel, ist der Anführer der hiesigen Templer. Er ist der Drahtzieher hinter der Masyaf-Expedition und wird vor nichts zurückschrecken, um sich die Schlüssel zu beschaffen, die nun allesamt in der Hand der Assassinen sind. Was mich zurückhält? Warum ich die Schlüssel nicht selbst benutze und diese Narren vergesse? Nun, ich war unvorsichtig. Die Templer wissen von Sophia und suchen nach ihr. Oh, Claudia, sollte ihr irgendetwas zustoßen, ich würde mir niemals verzeihen. Ich habe sie in einen Krieg hineingezogen, von dem sie nichts ahnt. Und es wäre allein meine Schuld, sollte sie dabei zu Schaden kommen. Tja. Shit happens. Das ist leider wahr. Shit happens oftentimes, you know. Dum 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 dum. So. Pam 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 pam. Die Ladezeit nehme ich mit. Bürger des Reiches und Reisende aus fremden Ländern, gibt Acht. Auf Befehl der Janitscharen gibt es neue Regelungen für alle, die unsere schöne Stadt bereisen. Wisset, dass eine Belohnung von 10.000 Aktien bedingungslos demjenigen ausgezahlt wird, dessen Informationen uns helfen bei der Ergreifung des furchtbaren Suikastche Ezio Auditore. Oh. That's not so good, you know. Dann senken wir mal meinen Ruf hier ein bisschen, ne? Zack, zack. Ah, der lebt noch. Ja. Bei Gott, er hat einfach gelautet. Ah, ich hol mal noch ein paar mehr. Soll ich mich da einmischen? Nein. Oder? Oh, der eine ist verreckt, der eine ist ertrunken. Ey, meine ganzen Assassinen sind weg. Was ist hier los? Ich hab ihn. Verliert ihn nicht! Ich bin nur zu Besuch, ich weiß nicht, was ihr vorhabt. Hoppla, ey. Mann, hör auf! Ich hab ihn!
Und der nächste. So. Plündern wir mal ein bisschen. Wer weiß, was wir kriegen. Aber nicht zu viel, sonst kommen gleich wieder ganz viele von diesen Leuten. Das fände ich nicht so gut. So. Ich hab hier eben was glitzern gehört. Das ist aber jetzt wohl wahrscheinlich anscheinend weg. Das Töten muss enden! Wir, die stolzen Bürger von Istanbul, müssen uns mit den Byzantinern verbünden. So. Karlsson, du hast dich wohl mit dem Falschen angelegt. Jo. Da schicken wir erstmal die paar Assassinen, die ich da habe, wieder zurück. Auf Missionen. Oh, Assassinenkontrolle 43. Prozent. Muss ich erstmal ein bisschen erhöhen, glaube ich, wieder. So, den schicke ich weg. Den und da schicke ich auch noch einen hin. So, jetzt habe ich hier Algeria oder wie das hieß. Den Sieg stehlen. Ja, jetzt haben wir die auch nochmal weggeschickt. Mal sehen. Beim nächsten Mal, ich glaube, dann übernehme ich die Stadt auch. So, jetzt kann ich hier nichts ausrüsten, ne? Wie das aussieht. Das ist aber doof. Ja, der Babu. Wir müssen diese räudigen Bluthunde des Teufels finden und ihnen das Leben ausbrennen. Oh ja. Das müssen wir wohl tun, dann. So, wo sind jetzt die Templerfeste, die nächstgelegene? Da, ne, das ist Firi Reis. Keine Ahnung, da. Templerfeste. Anzeigen anstatt Ökonomie. Ja. So, da gehe ich jetzt erstmal hin und die mache ich jetzt erstmal platt. Die Stadt ist vom Terror ergriffen. Und danach werde ich mal eine kleine Aufnahmepause machen. Denn für heute reicht das erstmal. Okay. Das Dumme ist jetzt, ich muss das ohne Hilfe schaffen. Was soll das bedeuten? Das hat schon mal gut funktioniert. Ach, verdammt. Schneiden wir ihm nicht ein. Ihr Mann, das ist besser, ich verschwinde hier. Helft mir, ihr elenden Bastarde. Komm schon. Zeit zu gehen. Verdammt nochmal! Ah, es ist so Katzen hier, weißt du das? Jetzt muss ich erstmal warten. Boah, das hat ja doof funktioniert, ey. Warum müsst ihr euch so zum Narren? Ich will hier weg. Da, piep! Verdammte. Boop. Lauf! Lauf, sag ich dir! Was ist hier denn los? Warum ist hier ein Buch? Kann ich hier wieder ein Buch sammeln? Wieso
aus, ne? Jawohl. Mache ich das halt erst. Ist mir auch recht. Ist mir auch egal. Top nochmal, ey. Du verdammte Templerfeste, ey. Dass die sich immer verziehen müssen, ey. Kotzen, ey. Ich sag's dir, ey. Verdammt, ey. So. Ja, ja, Adlerwind. Was ist das denn für ein Typ? Hier, da sieht man mal die Templerfeste. Toll. Auf dem Gebäude des auf dem Dach des gleichen Gebäudes hier. Okay, kann ich hier runterspringen, jo. Ohne dabei zu verrecken. Das geht. Sehr schön. So, da haben wir schon mal ein Buch neues. Der Hauptmann versteckt sich. Warten Sie bis morgen. Wieso bis morgen, ey? Wieso versteckt er sich so lange? Schisser, ey. Kirche 1.